Drei unbekannte Bücher, die mich zum Millionär gemacht haben. Let's go. Mein Name ist Marwan. Ich bin der Gründer der Finally Freelancing. Wir sind eine Beratung für Designer, Developer und Marketer mit knapp 20 Mitarbeitern, mehreren Millionen Jahresumsatz und einem Büro hier am Hamburger Hafen. Und ich kenne diese ganzen Videos, in denen Bücher empfohlen werden. Lies das, aber seien wir ehrlich, das sind 90% der Bücher, die immer online kursieren, von denen immer alle sprechen. Und in diesem Video wollte ich dir gerne drei Bücher vorstellen, die nicht ganz so bekannt sind. Und wie gehe ich durch diese Bücher? Ich werde dir den Titel vorstellen, ich werde dir die Core-Message kurz zusammenfassen und welche Anwendungscases ich von diesen Büchern in mein Business adaptiert habe. Let's go. Wir starten mit dem ersten Buch. Und das ist eines der Bücher. Es gibt so Dinge, wenn du sie einmal liest und diese Konzepte verstehst, wird das für immer deine Weltsicht beeinflussen. Und das war eines dieser Bücher. Das heißt Evolutionary Psychology von David M. Buss. Die Core Message ist, wir Menschen kommen mit einer vorinstallierten Software in unserem Gehirn auf diese Welt. Und das ist unsere Psychologie, die sich evolutionsbedingt über hunderte Jahre, über tausende Jahre entwickelt hat. Denn wir sind auf der Welt, um zu überleben und uns fortzupflanzen. Das sind unsere einzigen Dinge, unsere einzigen Aufgaben, die wir haben. Und das ist gerade in der heutigen Zeit der Woke-Bubble, ich will mir jetzt keine Feinde damit machen. Ich sage es, weil es Science ist und weil es in diesem Buch steht. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, boah, krass, ey, was da alles drin steht. Ich lese mal ein paar Dinge durch aus diesem Buch, ein paar Notizen, die ich mir unten gemacht habe. Also, Attraktivität. Viele Leute sagen, Attraktivität, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das stimmt nicht. In diesem Buch erwähnt er zig Studien, wo man Menschen, wo weiblichen Personen Männer vorgestellt wurden aus unterschiedlichen Rassen. Und durchgehend wurden die gleichen Männer als attraktiv bewertet und vice versa. Auch für Männer wurden weibliche Personen vorgestellt, durchgehend. Es haben bestimmte Schönheitseigenschaften, die attraktiv wirken. Warum wirken diese Schönheitseigenschaften attraktiv? Warum finden wir ein symmetrisches Gesicht zum Beispiel attraktiv? Weil ein symmetrisches Gesicht darauf hinweisen lässt, dass man gute Gene hat. Warum finden Männer in der Regel lange Haare, ich sage in der Regel, die meisten Männer finden lange Haare bei Frauen attraktiv. Warum? Weil je länger die Haare, desto mehr kann ich in die Vergangenheit der Frau schauen und sagen, die war mindestens 5 Jahre, wenn sie so lange Haare hat, 5 Jahre hatte sie keine starken, kranken, krassen Krankheiten. Das heißt, mein Nachfahren, dem wird es auch gut gehen. Und das ist, ich bin halt Laie, ne? Und er bringt das so, so, so gut rüber. Und das, warum streben wir nach Status? Eine Frau strebt nach, oder einer Frau ist es wichtig, dass sie Ressourcen hat, um für ihren Nachfahren zu sorgen. Und das wird dann häufig auch über ihren Mann gemacht. Mittlerweile macht sie das auch selber. Aber Ressourcen und Status für einen Mann sorgen für eine höhere Attraktivität bei Frauen. Es gibt Studien, wo Männer, die mehr verdienen, interviewt wurden. Und je höher der Verdienst des Mannes, desto jünger wird die Frau. Und das sind so Dinge, wo ich denke, krass, das ist einfach super, das ist einfach spannend. Und ich bitte dich und euch da mit einer nicht wertenden Brille raufzuschauen. Wirklich einfach wie ein Wissenschaftler draufzuschauen, weil das sind eigentlich nur Studien. Das sind keine Meinungen, sondern das sind nur Studien, die da drin erzählt werden. Und das ist halt ein Unibuch aus den Staaten. Wie habe ich das angewendet in meinem Business? Was waren so Dinge, die ich daraus genommen habe? Beispiel, als ich verstanden habe in dem Buch, dass Männer an Attraktivität gewinnen, wenn sie ein hohes Einkommen haben, habe ich Folgendes geändert bei mir im Sales-Team. Ich habe es so geändert, dass ich gesagt habe, meine Sales-Mitarbeiter, die hauptsächlich aus Männern bestehen, müssen vor dem ganzen Team, wo auch Frauen drin sind, vortragen, wie viele sie abschließen werden, wie viele Neukunden sie am Ende der Woche abgeschlossen haben. Weil die wissen alle, das ist ein Provisionsjob, das heißt, je mehr sie abschließen, desto mehr verdienen die. Das heißt nicht, dass sie alle in die Kiste steigen, um Gottes Willen. Aber was mache ich jetzt gerade? Ich arbeite mit einer Sache, die schon vorinstalliert ist bei jemandem. Wo jemand schon mit diesem Wissen, dass jemand so funktioniert und das triggert, das pusht ein Sales-Team dahingehend. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich einen Anwendungscase hatte. Bei Marketing kannst du ganz viel nutzen. Warum? Leute schauen sich eher Werbung mit Frauen an, als mit Männern. So, das sind ganz allgemeine Dinge, die da so beschrieben werden. Warum finden wir Frauen attraktiver mit einer gewissen Hip-to-Waist-Ratio? Wenn die Taille schmal ist und die Hüfte breit. Warum? Gebärfreudige Hüfte, schmale Taille heißt, sie hat noch kein Kind.
sie ist noch nicht schwanger. So, und ich habe gerade erzählt, wir alle, Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung. Und das ist super spannend. Das heißt, was bringt dir das Buch? Du hast wissenschaftlich fundierte Antworten auf ganz viele Dinge, die dich im Leben umgeben, mit denen du tagtäglich konfrontiert bist. Statuskämpfe, wie machen Männer Statuskämpfe? Die machen das mit Statussymbolen eher, die machen das Income Power, physisch, wie sehen die aus, was machen die und wie machen das Frauen? Frauen machen das eher, indem sie andere schlecht reden, runterreden, weil eine physische Auseinandersetzung für eine Frau ist so risikoreich, wenn sie sich was tut, kann sie nicht für das Nachfahren sorgen. Und das sind super spannende Dinge. Das heißt, wenn jemand sagt, boah, Mauern, das interessiert mich gerade super, das Thema, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Evolutionary Psychology zu lesen von David M. Buss. Das ist ein trockenes Unibuch. Mich hat super interessiert. Wenn du die einfachere Variante davon haben möchtest, ist es Why Beautiful Parents Have More Daughters. Ich weiß nicht den Autor, aber wenn du das eingibst, wirst du das sehen. Super, super, super spannend. Das ist super, super spannend. Empfehle ich jeden, der im Marketing ist, der Unternehmer oder im Marketing tätig ist. Das sind so die Hauptleute, denen ich das empfehlen würde. Super spannendes Buch, hat mir sehr, sehr geholfen, viele Dinge mit einer anderen Brille zu sehen. Nächstes Buch, The Road Less Stupid von Keith J. Cunningham. Die Core-Message ist, gute Fragen stellen ist besser als gute Antworten bekommen. Und um bessere Fragen zu stellen, solltest du regelmäßig vergangene Entscheidungen evaluieren. Ich hatte im letzten Jahr einen Fehler ich habe eine Fehlentscheidung getroffen bei einer Leadership-Position. Und das Buch hat mich dazu gebracht, dass ich eine Seite vollgeschrieben habe mit Dingen, die ich daraus gelernt habe und welche Fragen ich mir zukünftig bei einer Leadership-Person stellen muss. Und aus diesen Fragen habe ich dann Lösungen abgeleitet. Und aus diesen Lösungen, die habe ich dann in den Lösungsansatz gebracht. Beispiel, ich stelle keine Person mehr ein, ohne Referenzinterviews geführt zu haben. Und es zeigt den Wert von wirklich ungestörter, fokussierter Zeit, 45 Minuten, wo du nur auf ein paar vorgefertigte Fragen rumdenkst. Und das Spannende ist, die erste Viertelstunde kommt dir alles in den Sinn, was dir im Alltag auch in den Sinn kommt. Die zweite Viertelstunde gehst du ein tiefer und die dritte Viertelstunde kommst du auf krasse Sachen, auf die du vorher gar nicht gekommen wärst. Und wir suchen immer online nach Lösungen. Wir sind so zugeballert mit solchen Dingen, aber wir wissen nicht, dass hier oben das wahre Wunderwerk ist. Dass du so viel Wissen und Ideenreichtum hast, anzapfen kannst, was es online vielleicht noch gar nicht gibt. Und nur so entstehen richtig geile Ideen, Ansätze und Strategien. Super gutes Buch, empfehle ich jedem. Kann man auch sehr gut anhören. Ich würde es parallel hören und lesen. Ich hatte immer meine Notes-App und habe mir Dinge dazu aufgeschrieben. Last but not least, High Output Management von Andrew S. Grove. Den Ausdruck hört man, ich habe den vorher immer gehört, aber ich habe das Buch nie gelesen. Und als ich es gelesen habe, war es super eye-opening. Es hilft, es hat mir sehr geholfen im Übergang vom Operator, jemand, der selber immer alles macht, zum Manager. Und es war sehr, sehr hilfreich. Vorher zum Beispiel, was war das für ein Anwendungspace? Als ich vorher One-on-Ones hatte mit meinen Mitarbeitern, dachte ich, boah, wieder eine One-on-One, gar keinen Bock, total lästig. Ich habe noch so viel zu tun, ich muss YouTube-Videos machen, ich muss Skripte schreiben, ich muss das machen, das machen. Das Buch hat mich so geswitcht, dass ich gesagt habe, stopp mal, du machst die ganze Zeit diese Dinge, damit das Business vorankommt. Aber eine Stunde mit deinem Mitarbeiter hat einen Hebel von 40 Stunden. Das heißt, wenn ich heute ein One-on-One mit meinem Mitarbeiter habe, kann ich die 40 nächsten Stunden des Mitarbeiters beeinflussen. Ich kann seinen Output verzweifachen durch Motivation, durch Training, kann ich das sogar verdreifachen. Wenn ich statt selber in Hebeln zu denken im operativen Geschäft, kann ich meinem Mitarbeiter die Hebel geben und er hat viel, viel größere Hebel. Und das Buch hat mir so Dinge gegeben, Fragen, die ich ableiten konnte für meine One-on-Ones und es hat mir auch erklärt, wie wichtig wirklich One-on-Ones sind mit Mitarbeitern, wie wichtig so wie das Management keine Sache ist, wo du sagst, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Management ist nie zu Ende. Du gehst nach Feierabend nach Hause und die Aufgaben sind nicht erledigt. Das ist nicht wie drei Videos machen. Es ist so schwer, in diese Rolle zu switchen, weil du als Unternehmer, Unternehmerin bist immer gewöhnt, Dinge wegzuarbeiten. Und da ist es eher, Dinge zu managen und Dinge zu warten, ein Team zu warten, dazu zu bringen, dass es fließender, besser, effizienter läuft. Und das sind Dinge, die einen längeren Zeithorizont brauchen. Und es ist so ein bisschen wie Salz in der Suppe. Du merkst erst, wenn es fehlt, dass die Stimmung schlecht ist, dass die Motivation runtergeht. Wenn es da ist, denkst du, oh, ist doch alles cool, ich kann mich ja zurückziehen. Aber das ist der Input des Managements, den du reingegeben hast, von Leadership und Management. Sehr, sehr, sehr gut, das Buch. Das waren die drei Bücher. Meine Frage, kanntest du alle drei? Kanntest du welche nicht? Und
ganz, ganz wichtige Frage. Was ist dein Lieblingsbuch, was eher unbekannt ist, was dir super geholfen hat in den letzten 12 Monaten? Schreib es gerne in die Kommentare. Mich würde super interessieren. Ich bin eine absolute Leseratte. Und ganz, ganz wichtig, was machst du jetzt mit diesen Büchern in Zeiten von Information Overload? Was ich machen würde an deiner Stelle? Nimm dir nicht alle Bücher vor. Du hast gerade ein bisschen gehört, was ich über die Bücher erzählt habe. Nimm dir das Buch vor, was am ehesten einen Bezug zu deiner jetzigen Challenge hat, und lese es nicht nur durch, sondern arbeite es dann durch. Dann wirst du das meiste aus den Büchern haben, denn es geht nicht darum, so viel wie möglich zu lesen. Es geht darum, die Dinge auch in die Umsetzung zu bringen. Denn Wissen ist überall Umsetzung. Das ist es, woran es uns in der Regel mangelt. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich hoffe, du konntest ein, zwei Sachen mitnehmen. Mein Name ist Marwan von der Finance Freelancing und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Peace out.